Hallo zusammen, wir sind zurück zu einem kleinen Mass Effect Andromeda Video. Der Julius möchte mir nämlich gerne den Multiplayer zeigen, den hat er sich nämlich schon mal angeguckt und ich bin ganz neugierig, wie der funktioniert. Dann machen wir das doch. Genau, also Mass Effect 3 hatte ja auch schon einen Multiplayer, den habe ich damals leider nicht gespielt. Ich auch nicht. Aber uns haben Kollegen gesagt, der war ziemlich cool. Ja, ich habe Gutes gehört. Genau, und jetzt bin ich neugierig, wie denn der Multiplayer von Mass Effect Andromeda so ist. Und der Julius, der klickt sich jetzt einfach mal ein bisschen durch die Menüs und zeigt, wie der überhaupt funktioniert und was der einem bringt. Genau, also grundsätzlich erstmal in diesem Video zeigen wir jetzt noch nicht, also wollen wir den jetzt noch nicht vom Gameplay her bewerten. Das machen wir später nochmal in einem ausführlichen Video, wenn wir es länger gespielt haben. Aber dazu nur einfach, er funktioniert sehr ähnlich wie der von Mass Effect 3. Also es ist wieder ein 4-Spieler-Koop-Horde-Modus. Genau, es ist PvE, es gibt kein PvP. Nee, genau. Es ist einfach nur ein 4-Spieler-Survival gegen verschiedene Gegnerwellen. Und das ist auch wieder verbunden mit der Singleplayer-Story, was für mich ein cooler Punkt ist. Viele Leute haben es ja in Mass Effect 3 gehasst, dass es der zusammen hängend es war. Ist aber nicht so wie in Mass Effect 3, dass wirklich das Ende quasi, man konnte in Mass Effect 3 das gute Ende ja fast nur bekommen, wenn man den Multiplayer gespielt hat und quasi genug Kampfkraft für die Galaxie gesammelt hat. In diesem Fall ist es aber rein optional. Also man kann davon profitieren im Singleplayer, wenn man möchte, man muss aber auch nicht. Man kann nämlich, so wie ich das verstanden habe, die Multiplayer-Missionen auch im Singleplayer spielen und man kann da KI-Kameraden hinschicken und dementsprechend die nötigen Belohnungen auch so bekommen, ohne dass man den Multiplayer spielen muss. Genau, ich zeige das einfach mal. Und zwar ist das hier dieser Reiter, der Reiter Einsatzteams. Und das ist nämlich genau derselbe Reiter, den du vielleicht auch schon im Singleplayer gesehen hast, wo du bei diesem Security-Typen im Nexus kannst du mit ihm ja reden und dann zeigt er dir hier diese Mission, wo du halt jetzt hier theoretisch einen Trupp hinschicken könntest. In diesem Fall haben wir jetzt den Trupp Delta, den könnten wir jetzt da hinschicken. Und dann gibt es halt hier diese Missionen, das sind die mit dem Zeichen, das sind die sogenannten Apex-Missionen. Und hier kann ich jetzt auch, wenn ich da draufklicke, entweder sagen, ich möchte mein Einsatzteam schicken, dann kann ich hier auch den Delta-Squad auswählen. Da es jetzt eine Gold-Mission ist, ist die Erfolgschance sehr gering. Ich kann aber auch sagen, ich möchte diese Mission im Multiplayer spielen. Und wenn ich das mache, dann komme ich hier in eine Lobby, wo diese spezielle Mission ausgewählt ist. Und das bedeutet, dass einfach die Parameter von der Mission festgesetzt sind. Also was jetzt, wenn ich jetzt auf Quickplay gehe, habe ich zum Beispiel zufällige Feinde vielleicht oder auch eine zufällige Karte. Und diese Parameter sind halt hier durch die Mission jetzt festgelegt. Also du siehst hier, die Karte ist jetzt hier Feuersturm Magma, Schwierigkeitsgrad Gold. Und der Feindtyp sind halt Gesetzlose, also andere Menschen. Und das ist jetzt einfach festgelegt durch den Missionstypen schon, den ich ausgewählt habe. Ja, hier sind noch ein paar Modifikatoren, die sind auch immer anders pro Mission. Die verändern halt was. Da hatte ich zum Beispiel, einmal hatte ich schon, dass es keine Munitionskisten gibt, aber dafür hat man viel mehr Munition am Anfang, mit der man dann auskommen muss. Also man kann sich quasi die Mission ein bisschen selber zusammenstellen auch? Oder genau, man kann sie selber zusammenstellen und da ist es halt dann festgelegt. Ja. Ah, okay. Kannst du auch den Schwierigkeitsgrad runterstellen? Also bei das Gold-Status, also quasi kannst du verschiedene Missionen mit verschiedenem Status auswählen oder kannst du den Status ändern? Also es gibt jetzt bisher, so wie ich das gesehen habe, immer drei. Eine Silber, eine Goldene und hier unten müsste irgendwo noch eine Bronze kommen. Da war gerade Bronze, glaube ich, bei Spion der Infizierten. Ja, genau, ganz unten. Ah, da ist die Bronze-Apex-Mission, die ich auswählen kann. Die sind alle ziemlich schwer, zumindest für den Anfangscharakter. Okay. Also ich bin echt oft gestorben, habe die auch oft nicht geschafft, weil du musst eben die ganze Wellen überleben, die in dieser Mission sind, um halt dann den Abschluss zu bekommen. Also es empfiehlt sich, es doch eher im Koop zu spielen, alleine. Auf jeden Fall, wenn du alleine spielst, dann wirst du nämlich nicht mit KI-Kumpels zusammengetan, sondern du spielst dann wirklich alleine diesen Wellenmodus. Also ich würde es zu viel spielen und auch mit Freunden, weil dann Absprache und so ist da echt nötig, ist schon anspruchsvoll. Also ein bisschen Taktik ist durchaus dabei. Es ist schon jetzt nicht völlig locker fröhliches Nebenherballern. Genau. Und dann ist eben das Entscheidende eben, dieser ganze Modus ist halt unabhängig von meinem Savegame, weil ich glaube auf diesem Account, ich weiß gar nicht, ob da ein Savegame drauf ist, aber das funktioniert halt separat einfach dazu und diese Pathfinder-Belohnungen, die werden dann im Einzelspieler abrufbar, wenn ich quasi... Okay, also quasi ich kann da mit meinem Charakter
mir die holen, weil genau, ich Multiplayer gespielt habe, ich muss aber nicht. Genau, du kannst dann mit irgendeinem deiner Charaktere einfach dich ein, also wenn du mehrere hättest, dich einloggen und diese Belohnung dann einlösen. Also könnte ich jetzt auch rein theoretisch ein neues Spiel anfangen und mir dann einfach die Multiplayer-Belohnung holen, die mein vorheriger Charakter ist. Ich gehe davon aus, dass die dann da sind und ich gehe auch davon aus, dass diese Einsatzteams übergreifend sind. Das sind ja eh KI-Teams, genau. Da wird nicht der eigene Squad hingeschickt. Also genau, es ist nicht so, dass dann irgendein Charakter plötzlich nicht verfügbar ist von der Zeit. Genau, der Squad heißt halt Delta. Wenn ich jetzt ein Team rekrutiere, kann ich ja mal machen, dann habe ich jetzt hier noch Sierra. Und die haben halt auch hier so Merkmale und die verändern sich auch von den Missionen. Ja, genau, so ist das. Dann gibt es halt hier, einmal die Charakterauswahl. Mhm. Fangen wir damit an. Das kennt man ja, glaube ich, auch aus Mass Effect 3. Also ich glaube, es war zumindest ähnlich. Da hat man halt hier sehr viele verschiedene Klassen mit verschiedenen Fähigkeiten. Was ich ein bisschen kurios finde, dass halt, wie man hier sieht, gibt es eine menschliche Soldatin und einen menschlichen Soldaten, die dasselbe können, aber separat hochgelevelt werden müssen. Ah, okay. Also, das ist halt wirklich wahrscheinlich für Leute, die halt nur ein Geschlecht spielen wollen und sich mit dem anderen überhaupt nicht befassen wollen. Aber dann verstehe ich halt nicht, warum man nicht dann hier bei der Charakteranpassung einfach irgendwie das Geschlecht auswählt, weil es macht für mich jetzt keinen Sinn. Ich würde jetzt niemals beide hochspielen. Das heißt, ich habe dann einen Charakter, der halt Level 1 ist immer. Finde ich komisch. Ja, ist ein bisschen eigenartig. Vielleicht müssen Sie das im Hinblick auf den Koop irgendwie separat machen. Dass oder es damit es so aussieht, als gäbe es mehr Charaktere. Oder das, aber das wollen wir mal nicht unterstellen. Ja, dann gibt's halt Waffenauswahl. Da schaltet man halt auch einfach im Laufe des Multiplayers mehr aus. Kann man hier halt sein Loadout bestimmen. Genau, dann das gibt's, ist wie im Singleplayer die Übersicht eigentlich. Genau, hier gibt's Consumables halt, die kann man halt anwenden, Wiederbelebungspack, wenn ich zum Beispiel tot bin, kann ich einmal wieder aufstehen damit. Hier gibt es Fähigkeiten und da hat halt jeder Charakter, hat halt hier glaube ich 5, also ich glaube es bei jedem sind halt 5, mhm. 3 aktive, 2 passive und die kann ich eben, wenn ich den Charakter auflevel, kann ich die halt verbessern, aber welche da zur Auswahl stehen, das ist je nach Charakter festgelegt. Aussehen kann ich hier die Farbtönung meiner Rüstung ändern, oder auch. Das ist halt ganz nett, so, wenn man. Das ist halt. Finde ich halt ganz cool. Mhm. Wunderschön. Das ist sauber. So, jetzt gefällt er dir auch. Ja, ein bisschen was für Mädchen auch. Genau. Ja, genau. Später kann man hier dann noch mehr auswählen. Das geht wahrscheinlich jetzt einfach noch nicht. Wie war denn so dein Gesamteindruck vom Multiplayer jetzt? Von dem, was du bislang gesehen hast. Also schon. Also ich habe jetzt erst ein paar Matches gespielt und die fühlen sich echt cool an. Das ist, wie gesagt, dem zu danken, dass das Gameplay im Allgemeinen echt einen sehr guten Eindruck macht. Also das ist halt weniger mit diesem aktiven Deckungssystem, sondern passive, das ist halt. Automatisch funktioniert? Genau, automatisch funktioniert, ohne dass du eine Taste drückst, du einfach in Deckung gehst. Dadurch fühlt es sich alles einfach beweglicher an, auch mit dem Jetpack. Und deswegen macht es grundsätzlich echt einen coolen Eindruck. Vielleicht noch ganz kurz müssen wir zeigen, diese Packs hier. Genau, weil es gibt Mikrotransaktionen, die teilweise richtig ins Geld gehen können. Man muss, soweit ich das mitbekommen habe, aber nicht diese Booster-Packs kaufen. Man kann sich die auch erspielen. Das ist hier, wenn du sagst, Andromeda-Punkte kaufen, dann geht gleich Origin auf. Aber hier sieht man es, fangen bei 4,99 Euro an und gehen hier bis 99 Euro für 12.000 Andromeda Points. Und diese Andromeda Points ist halt die Währung, die man ausgibt. Die kann man aber auch sich durch das einfache Spielen verdienen. Und hier sieht man jetzt halt ein Basispack zum Beispiel, kostet 5.000. Premium Pack kostet schon mal 100.000. Genau, das ist ja quasi, da sind dann Boosts und so weiter drin. Items, besondere Objekte. Und ich sehe gerade, das stimmt gar nicht. Die Andromeda-Punkte sind Währung, die man kauft, und die Multiplayer-Credits sind die, genau, die so man rum sich verdient. Aber die Packs, die haben halt alle sowohl einen Andromeda-Points oder haben halt alle auch einen Multiplayer-Credits-Wert, genau, für den man sich das holen kann. Genau, man kann sich die auch erspielen. Genau, genau. Man hält da eben besondere Items, Waffen und so weiter, nehme ich mal an, die einem halt nützen. Ja. Um es nochmal sozusagen zum Abschluss zu betonen, der Multiplayer ist absolut optional. Niemand muss den Multiplayer spielen. Das ist auf jeden Fall eine nette Dreingabe. Wir werden noch einen ausführlicheren Check dazu veröffentlichen, wo wir den Multiplayer spielen, wo wir Multiplayer zeigen, wo wir das dann auch ein Stück weit bewerten. Genau, und unser Test zu Mass Effect Andromeda, der kommt dann am
20. Ja, also ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klarer geworden, euch auch mit dem Multiplayer. Ich habe zumindest jetzt ein Gefühl dafür, wie der funktioniert und freue mich schon drauf, mich dann mit meinen Kollegen im Koop da auch ein bisschen reinzustürzen. Ja, leider nicht mit mir, weil du es ja auf PC spielst. GameStar ist nun mal PC. Genau, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder zu einem weiteren Mass Effect Video. Nicht wahr? Das könnte sehr gut passieren. Tschüss. Wiedersehen.